nothing can break me. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Wundert euch nicht, ich bin gerade sozusagen in der Zukunft, weil ich habe gerade aus Versehen den Anfang von dem Vlog gelöscht. Ja, ich bin gerade zu Hause und filme schon wieder weiter und dann hatte ich keinen Speicherplatz mehr auf der Speicherkarte und habe aus Versehen den Anfang von dem Vlog gelöscht. Deswegen wundert euch jetzt nicht, dass das Video einfach so anfängt. Ich habe bloß am Anfang erzählt, dass ich am Freitag eine Klausur schreibe und dass ich euch einfach wieder ein bisschen in meinem Tag mitnehme. Ich glaube, das ist ja selbsterklärend. Ich hoffe, ich habe nicht noch mehr gesagt. Ich kann mich nicht mehr ganz so gut dran erinnern. Ich hoffe, es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich starte jetzt einfach gleich mit dem Vlog. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, meine erste Lernsession ist jetzt vorbei. Ich habe jetzt ungefähr so 2,5 Stunden gelernt. Aber immer mit Pause dazwischen und ich bin jetzt bei Vorlesung 6 angekommen, was eigentlich echt ganz gut ist und ich muss sagen, ich konnte mich auch eigentlich ganz gut konzentrieren. Das liegt auch daran, dass ich mein Handy für die Zeit auch gesperrt habe. Ich habe wirklich 2 Stunden eingestellt und konnte an mein Handy eben nicht gehen und dann konnte ich mich auf jeden Fall besser konzentrieren und in den Pausen habe ich irgendwie versucht, keine Ahnung, so Haushaltssachen zu machen, so Spülmaschine anschalten oder Müll runterbringen oder irgendwie sowas, dass ich auf jeden Fall mal aufstehe und in Bewegung bin, aber trotzdem irgendwie auch andere Sachen erledige. Und es hat eigentlich echt ganz gut geklappt. Ich glaube, das werde ich in der nächsten Runde jetzt auch machen. Aber ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause und werde mir was zu essen holen. Und was mir noch aufgefallen ist, ich sitze immer so krumm da. Also ich weiß nicht, ich habe das irgendwo mal gesehen, dass sie das verglichen haben mit so einem mit so einer Garnele. Das ist einfach der beste Vergleich. Also es schaut wirklich so aus. Ich sitze wirklich die ganze Zeit so richtig, ja, nicht gut da. Also nicht aufrecht. Und ich merke das auch in meinem Rücken, dass ich immer voll verspannt bin, vor allem hier. Aber ich denke mir halt auch, es ist auch komisch, wenn ich die ganze Zeit so gerade da sitze. Also es fühlt sich voll unnormal an. Und dann versuche ich das immer für so 5 bis 10 Minuten und spätestens danach so sack ich dann wieder so zusammen. Richtig schlimm. Deswegen versuche ich auf jeden Fall, mich regelmäßig zu dehnen, dass das irgendwie wieder neutralisiert wird. Aber ja, könnt ihr die ganze Zeit so aufrecht sitzen? Oder habt ihr irgendwelche Tipps, dass man das irgendwie üben kann? Weil ich würde das schon gern verbessern, aber ja, irgendwie kriege ich es nicht so hin. Ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Ich glaube, ich habe das erste Mal seit einem Monat oder so Wimperntusche wieder drauf. Und irgendwie, also keine Ahnung, ich finde es voll komisch, sich dann wieder mit Wimperntusche zu sehen. Aber ja, ich muss jetzt noch überlegen, ob ich vielleicht was anderes anziehe. Weil es wird wahrscheinlich dann schon kalt sein, wenn wir draußen sind. Und vielleicht ziehe ich dann lieber was an, dass es hier so wärmer ist. Aber muss ich noch schauen und ich muss auch noch eine andere Hose anziehen, weil ich bin immer noch in meiner Jogginghose. Aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Ich wollte jetzt nur ein bisschen Pause machen, weil ich mich irgendwie nicht mehr konzentrieren konnte. Und genau, also ich gehe erst in der Dreiviertelstunde mit Miriam los, weil wir ja eben spazieren gehen auf die Feste. Aber oh, ich freue mich schon so. Ich freue mich einfach schon den ganzen Tag da drauf. Und wir bestellen auch dann in der WG danach Burger. Und da freue ich mich auch schon mega drauf. Also das ist dann auf jeden Fall die Belohnung fürs Lernen. So, ich habe mir jetzt doch nochmal was Wärmeres angezogen. Und zwar habe ich einmal diesen Pulli hier an. Der ist von Zara. Den habe ich irgendwann mal im Sale gekauft. Dann habe ich so ein Langarm-Shirt unten drunter mit so einem Turtleneck. Das habe ich von H&M. Und dann noch so eine schwarze, etwas weit geschnittene Hose und die habe ich von meiner Mom geklaut. Die hat sie einfach noch, die hat sie früher in meinem Alter auch getragen und deswegen finde ich die besonders cool und trage die besonders gern. Da merkt man einfach, dass die Trends von früher einfach wieder heute in sind.
einer Stunde beginnt meine Klausur und ich weiß nicht, fühle mich irgendwie nicht ganz so gut vorbereitet, auch wenn ich gelernt habe. Also ich habe schon eigentlich relativ viel gelernt, aber irgendwie, weiß ich nicht, kann ich es irgendwie gar nicht einschätzen, wie die Klausur wird. Deswegen bin ich richtig gespannt. Ich gehe gerade hier alles nochmal durch und ich habe mir jetzt noch einen Snack gemacht. Es ist zwar erst 11:30, aber irgendwie habe ich schon wieder Hunger und ich wollte vor der Klausur noch was essen. Ich mache heute richtige Resteverwertung, weil ich später auch heimfahre. Und ja, da habe ich irgendwie so einen Mischmasch-Salat gemacht. Schaut jetzt irgendwie nicht ganz so geil aus, aber das sind Olivenpilze, Avocado, Tomaten und Feta drin. Und dann habe ich noch eine Breze und das esse ich dann einfach mit Oberster. Und dann habe ich eigentlich echt alles ganz gut verwertet. Ja, meine Klausur beginnt um 12:30 und geht dann ungefähr eine Stunde. Und um 3 Uhr holt mich dann mein Papa ab. Er hat gemeint, er holt mich ab. Und ich habe mich echt voll gefreut, weil Zugfahren und so ist halt mit Corona nicht ganz so cool. Genau, deswegen muss ich dann auch gleich nach der Prüfung packen. Also es wird, glaube ich, ein bisschen stressig, aber ja, ich versuche mich jetzt erstmal auf die Klausur in Ruhe zu konzentrieren. Und ich bin so froh, wenn es einfach weg ist, weil das ist so viel Stoff und irgendwie kann ich das gar nicht einschätzen, wie es wird. Ich würde sagen, ich melde mich einfach nach der Klausur, weil irgendwie muss ich jetzt in Ruhe mir das nochmal anschauen. Und ja, genau, ich melde mich einfach danach. Die Klausur ist jetzt vorbei und irgendwie kann ich so gar nicht einschätzen. Es waren richtig viele Transferaufgaben und so voll viel lange Aufgaben und ich konnte mich irgendwie da nicht so gut konzentrieren. Also ich bin auf jeden Fall mit der Zeit schon relativ zurechtgekommen, aber ich konnte am Ende nicht mehr alles so genau durchschauen. Ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass es rum ist und ich will gar nicht sagen, so wie es jetzt so richtig gelaufen ist, weil ich kann mich eh immer schlecht einschätzen und bevor ich jetzt sage, so ist es voll schlecht gelaufen oder es ist ganz gut gelaufen, warte ich lieber einfach mal die Note ab. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Sachen zusammenpacken. Ich habe jetzt noch ungefähr so eine Stunde Zeit und ja, dann kommt auch mein Papa und dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen spazieren oder so und dann fahren wir auch heim. Bin ich wieder in meinem Zimmer zu Hause. Ich bin gestern gut wieder zu Hause angekommen. Mein Papa hat mich hier abgeholt und irgendwie ging gestern der Tag so schnell rum. Es ist aber auch wirklich so viel passiert. Also früh habe ich mich erstmal auf meine Klausur konzentriert und dann habe ich gleich meine Sachen gepackt und dann ja, haben wir noch ein Eis gegessen und dann sind wir auch gleich gefahren. Ich konnte mich irgendwie gar nicht so richtig darauf einstellen, dass ich dann heimfahre. Und gestern habe ich dann einfach den Abend ja, mit meiner Familie genossen. Also ich habe mit meiner Mom noch Let's Dance angeschaut und ja, es war richtig schön. Ja, ist auf jeden Fall wieder richtig schön, zu Hause zu sein. Auch wenn ich die Zeit in Passau richtig genossen habe und es ging auch irgendwie so schnell rum. Also ich war jetzt über einen Monat dort, aber es hat sich irgendwie gar nicht so angefühlt. Also die Zeit ging so, so schnell rum. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal für einen Monat ungefähr zu Hause bleiben, also für die Semesterferien. Ich habe zwar noch eine Klausur und eine Hausarbeit, da kann ich euch auch gerne noch mitnehmen, falls ihr da drauf Lust habt. Aber mein Bruder hatte ja auch am Mittwoch Geburtstag. Ja, und heute kommt er eben vorbei und wir wollen nochmal zusammen essen und ich will ihm auch mein Geschenk geben und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe auch gerade sein Geschenk eingepackt, das kann ich euch auch mal gern zeigen, weil ich finde das eigentlich voll die gute Geschenkidee, also ich möchte mich jetzt nicht selbst loben, aber ja, ich finde, das kann man Mädels schenken, aber auch Jungs, also falls ihr noch ein Geburtstagsgeschenk sucht, dann ist das vielleicht eine gute Möglichkeit. Ja, und zwar habe ich ihnen eine Lockdown-Survival-Box gemacht, also das könnt ihr natürlich dann auch individuell anpassen. Ich hatte irgendwie so die Idee, weil so, also ich finde es voll schwer, irgendwie in Lockdown-Zeiten irgendwas Cooles zu schenken.
Deswegen dachte ich, das kann man einfach immer gebrauchen. Und zwar habe ich erstmal eine Lichterkette reingemacht, dass es halt schöner ausschaut. Dann habe ich eine Jogginghose bestellt. Von Pull & Bear ist die. Die fand ich ganz schön. Und da habe ich dann einfach drauf geschrieben, Outfit of the Day, weil ja, man zieht ja eigentlich nur Jogginghosen an im Lockdown. Dann habe ich so einen Badezusatz reingetan. Der riecht so gut. Der ist vom DM. Also könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Ich finde, es riecht wirklich wie in einem Spa. Und da habe ich dann einfach drauf geschrieben, Wellness für zu Hause. Oder Wellness zu Hause. Und dazu habe ich dann auch noch zwei Gesichtsmasken. Dann natürlich der Witz, ja, den irgendwie jeder bringt. Da habe ich drauf geschrieben, falls das Klopapier mal wieder ausverkauft ist. Und ja, ne, das ist einfach typisch Corona, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich noch zwei Sachen fürs Frühstück gekauft. Und zwar einmal so ein Mandelmus. Und da habe ich dann einfach drauf geschrieben, mit einem guten Frühstück in den Tag starten. Und dann noch diese Schokopralinen, die habe ich euch auch schon im letzten Vlog gezeigt. Die habe ich ja extra in Passau gekauft, weil er die so gern gemocht hat. Und ja, ich finde, es schaut richtig cool aus. Ich verpacke jetzt dann das Paket noch, weil ja, von außen schaut es jetzt nicht ganz so schön aus. Und dann habe ich das auf jeden Fall auch. Ja, ansonsten würde ich jetzt auch hier den Vlog beenden. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Vlog war irgendwie, ja, ganz durcheinander. Aber ja, ich muss mal schauen, wenn ich den schneide. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun, wenn ihr wollt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann immer ihr auch das Video schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Nothing can break me.